Haben wir noch irgendwo Platz für Hühner, was Hühnerfarmmäßiges? Wir hätten hier eine rein. Nee, die ist zu viel zu weit weg. Ich müsste die hier. Ah, ich weiß schon, wie ich die größer mache. Indem ich sie einfach in Richtung Schlafsaal noch erweitere. Hühnerfarm und Schlafsaal können. Hühnerfarm, Schlafsaal und Casino können ruhig so aneinander gebaut sein. Dass man nicht immer nur durch ein Ding durchlatschen muss. So, und ich denke mal, die Salamander sind bereit für die zweite Runde. Und das kann jetzt erstmal aufhören. Gold haben wir jetzt mehr als genug. Dungeon-Herz ist voll. Hier kann noch ein bisschen rein. Und den Rest werfen wir hier einfach mal rein. Jetzt ist das auch fast voll. Schnappen wir uns schon mal ein paar Ems. Weil er kein Geld bekommen hat. Da holt ihr Geld. Und die Ems holen schon mal die Angeschlagenen raus. Wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ims können wir leider da nicht reinspeisen zum Trainieren. Okay. Wenigstens geht die Arbeit in der Werkstatt voran. Meine Trolle sollten hier eigentlich auch nichts anderes machen, als da drin arbeiten. Trolle brauche ich gar nicht erst trainieren. Ach, der geht schlafen. Was bist du für ein Teufler? Du jammerst darüber, dass du kein Geld kriegst? Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Aber gehst stattdessen lieber schlafen. Ah, Jemine. Das ist jetzt aber eine Hühnerfarm, die groß genug ist. Boah, so eine riesen Hühnerfarm hatte ich noch nie. Hilfe. Einfach sehr schön. Indi- und Auslöserfalle, magische Tür, Eisentür. Oh, nebenbei. Hier könnte noch eine magische Tür hin. Ja, genau, baut mir mehr Wächterfallen. Die Salamander scheinen bereit zu sein für die nächste Runde. Ja, ich mag. Die Arena ist sowas Geniales eigentlich, wenn man es so sieht. Weil erstens kostet es nichts, die Kreaturen hochzuleveln, außer dass sie halt sich selber zusammenschlagen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Aber gut. Wir brauchen gut trainierte Kreaturen. Mit Skeletten kann man das leider nicht machen, weil die eben sofort sterben, wenn sie auf null Leben sind. Die Arena ist vorbei. Ja, sehr gut. Ach, da steht bereits ein Imp bereit, den Salamander abzuholen. So, dann gehst du mal schlafen. Und wir haben wieder genug Mana, dass ich die Skelette nochmal trainieren kann. Da zoomen wir wieder näher ran, damit ich heilen kann.
Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie kann. Das ist doch gut. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Ich frage mich, wieso das immer wieder kommt. Jo. Schon zur Hälfte auf Level 8. Bei den Salamandern geht das halt nicht so schnell auf die Methode, aber es verbraucht halt keinen Mana. Ja, ich weiß, das ist irgendwie auf Dauer ein bisschen öde, den dazu zu sehen, wie sie sich prügeln. Aber mit irgendwas müssen wir die Zeit hier jetzt totschlagen, bis die ganzen Fallen fertig sind. Und ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Dann kommst du mal hier rein. So. Ich glaube, ich sollte mal die eisernen Jungfrauen sich prügeln lassen. Es ist Zahltag. Eure Geschöpfe beglückwünschen euch zu eurem Dungeon. Ich denke mal, ich schmeiß noch zu den eisernen Jungfrauen die Salamander dazu rein. Oder ein Teil der Salamander. Hol die eiserne Jungfrau ab, genau. Na gut, ja, so eine Jungfrau, und ich glaube, am wichtigsten ist, dass ich die Salamander trainiere, würde ich mal sagen. Und vielleicht noch die Teufler. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Jo, mal wieder. Trolle und Magier müssen nicht unbedingt in die Richtung rennen, um Gold, um sich da ihren Lohn abzuholen. Und ich würde es vorziehen, wenn ihr lieber ein bisschen arbeitet, als zu trainieren im Augenblick. Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Das ist auch noch so ein Nachteil an den Teuflern. Sie sind irre langsam. Also bis die mal was ordentlich hinkriegen, kann es schon eine Weile dauern. Vor allem was auch was das Trainieren angeht. Hier sollte ich trotzdem mal noch eine magische Tür hinsetzen, falls sie doch da außen rumlaufen wollen, die Gegner. So, können wir den Salamander noch mal eine Runde... Ups. Trainiere sie jetzt so lange, bis alle ungefähr Level 7 haben. Ah, 7 sind zu viel. Ich wünschte, ich könnte ein paar Imps einfach abstempeln, die immer nur die Verletzten aus der Arena holen. Aber ich glaube, das ist zu viel verlangt bei so einem alten Spiel.
sehr schön. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. So, und jetzt kommt noch der letzte hier raus, genau. Achso, ich kann den auf einem seiner, auf einem der Betten platzieren. Ach nee, halt, ich kann die anderen von den Betten runterholen. Ach, kriegt der meine Heilung von mir. Gebaut. Mhm, die Wächter fallen. Langsam nimmt's Form an, der Dungeon hier. Gott sei Dank. Mhm. Gut. Und die Jungfrauen sind wieder dabei, sich selber zu foltern. Gut, es sind nur drei Stück. Deswegen. Ja, genau, blitzt euch selber und verklopft euch selber. Ich weiß, ich habe hier noch einen Salamander gehabt, der noch Level 6 war. Wo versteckst du dich? Der da, genau. Der kann mitklopfen. Okay, jetzt ist es doch eigentlich also die Jungfrau gegen einen Salamander. Ich kann schätzen, dass der Salamander gewinnt. Ja, man braucht gar nicht so gucken. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Das ist wirklich so gewollt, so zu trainieren. Euer Zauberspruch Heilen wurde verbessert. Die hat tatsächlich den besiegt. So, Revanche. Der Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Die sind beim Forschen. Die kloppen sich beide. Wo ist denn der Level 6 Salamander? Na gut, ich sollte jetzt erstmal auf die. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Ups, nein. Achso, sie holt's trotzdem. Den holt sie trotzdem ab. Okay. Ich denke mal, meine Armee kann man langsam mal so lassen. Obwohl, ich sollte mal die Teufel aufeinander hetzen. Das sieht jetzt sicherlich lustig aus. Wenn jetzt, ja genau, so eine riesige grüne Wolke hier aufsteigt.